Auf gewisse Weise streben wir alle nach Sicherheit in unserem Leben, auf welche Art und Weise auch immer. Und beim großen Familie der Zukunft Online Summit haben wir am Tag 5 ein Thema durchleuchtet, wo es wirklich darum geht, was die größte Sicherheit überhaupt für die Familie, für die eigene Zukunft ist. Wir haben zwei besondere Möglichkeiten von Konstantin Petersen anhand bekommen, wie du mutiger deinen eigenen Weg wirklich gehen kannst. Und im Interview mit Daniel und Selina Ritter geht es darum, was deren Geheimnis war, auf Weltreise zu gehen ohne Reiseplanung. Wie konnte das funktionieren oder wie hat das funktioniert? In diesem Sinne, herzlich willkommen auf den kleinen Vorgeschmack zu Tag 5 im Gespräch mit Gunnar Kessler, Selina und Daniel Ritter und auch mit Konstantin Petersen. Und ich gebe dir jetzt mal so ein bisschen einen Einblick in die einzelnen Themen, bevor dann die Sprecher selbst hier noch zu Wort kommen und dir aus ihrer Sicht noch ein paar Impulse schenken, warum du dir ein Freiticket sichern solltest, falls du es bis eben noch nicht gemacht hast. Bei Gunnar Kessler ging es um das Thema, was ist der Kern der Familie, was ist der Kern unserer Gesellschaft überhaupt? Was kann die Motivation sein für ein freiheitliches Leben, für ein wirklich freies Leben durchzustarten, in das freie Leben, was man nach seinem eigenen Herzen, nach seinem Seelenplan wirklich leben möchte? Was ist die größte Sicherheit für die Familie und die eigene Zukunft? Welche Fragen kannst du dir stellen, um einen Kompass für dich zu haben, für deine eigene Zukunftsgestaltung? Ganz, ganz wichtige, hilfreiche, essentielle Anleitung auch. Was können oder sollten überhaupt Gründe sein, um sein eigenes Geld zu vermehren? Auch darum geht es im Interview bei Gunnar Kessler. Und wie kann ich am geschicktesten Geld verdienen, egal ob online und oder auch offline? Und wie gehe ich am besten mit meinem Geld um? Dann war ich im Interview mit Konstantin Petersen. Er hat zwei wunderbare, ganz besondere Möglichkeiten mit uns geteilt, die du ja dann auch erfahren wirst, wie du mutiger deinen eigenen Weg wirklich gehen kannst und warum es so hilfreich ist, wirklich auch mit sich selbst, seinem Herzen, mit seinem Sein in Kontakt zu sein. Es geht darum, wie du online effektiv und stabil dir auch ein sicheres Einkommen generierst. Welche Wirkung, jetzt wird es so ein bisschen spirituell esoterisch, Klänge und Frequenzen auf deine Psyche und auch auf deinen Körper haben, wie du dich selbst da auch unterstützen kannst und überhaupt, wie du mehr Klarheit zu dir selbst bekommst und dem, was dir wirklich Freude bereitet und Spaß bereitet, weil Geld folgt bekanntlich auch der Freude. Markus war im Interview mit Selina und Daniel Ritter und da ging es wirklich darum, die beiden haben eine 5,5-jährige Weltreise angetreten, ohne eine Planung zu haben. Wie funktioniert das oder wie hat das funktioniert? Und sie teilen auch ihr Geheimnis mit dir, wie sie wirklich diese Zeit harmonisch gestalten konnten, weil 5,5 Jahre auf Weltreise unterwegs zu sein, bedeutet ja auch 24/7 zusammen zu sein. Ja, wie funktioniert das am besten und wie kann es überhaupt funktionieren? Und was ist überhaupt auch der Vorteil, wirklich beruflich autark unterwegs zu sein? Das sind so im Großen die Themen. Also nochmal Hinweis, du findest in der Nähe von diesem Video hier deinen Link, um dich kostenfrei zu registrieren, damit du die Interviews von Anfang an auch mitbekommst. Es erwarten dich gleich drei großartige Geschenke auch zur Begrüßung, um dir die Wartezeit bis zum 20. so ein bisschen zu versüßen und zu verkürzen. Und höre jetzt erstmal gerne auch noch rein, was unsere wunderbaren Herzenssprecher aus ihrer Sicht auch hier noch zu deiner Inspiration mit dir teilen möchten. Gunnar Kessler, bekannt als der Money Mentor hier. Ich habe gerade beim Familie der Zukunft Summit ein sehr interessantes Interview gegeben. Die einzige Sache, diese eine Sache, die jeder machen kann, die absolut entscheidend ist für finanzielle Freiheit, darüber haben wir gesprochen. Wie du deine Familie und dich selbst wirklich frei machst. Schau dir das Interview an, du wirst gespannt sein. Du möchtest als Familie eine wundervolle Zukunft in Freiheit
in Stabilität und Sicherheit, mit vielen Möglichkeiten, in Verbindung mit all den ganzen Menschen, die du liebst, leben? Möchtest du mehr Unabhängigkeit erreichen, als Familie in der Zukunft ein sicheres Leben führen? Trotz der KI, der Technologie, die rauskommt, möchtest du wissen, wie du in den nächsten Jahren gut lebst? Dann lade ich dich herzlich ein zum Familie der Zukunft Kongress. Dort spreche ich über meine Erfahrungen, wie ich es schaffte, dass ich aktuell seit 2021 um die Welt reise, online arbeite, finanziell unabhängiger geworden bin, nicht mehr arbeiten muss, arbeite, weil ich will, von dem Ort, den ich liebe und vor allem auch meine Arbeit aussuche, meine Projekte aussuche und ein Leben mehr und mehr in Freiheit erlebe, von dem ich früher nur träumte. Wenn du auch so ein Leben willst, als Familie in Sicherheit, in Freiheit leben möchtest, dann melde dich unbedingt zum Familie der Freiheit Zukunft an und hol dir deine Freiheit zurück, die zu dir gehört. Ja, melde dich unbedingt an. Wie kann ich jetzt im Alltag einfach, ihr wart 24/7 zusammen, 5,5 Jahre lang, welchen spontanen Tipp könnt ihr dem Zuschauer mitgeben, ein Tipp für den Alltag, um einfach ein harmonisches Verhältnis aufrechtzuerhalten? Also für mich wäre es halt wirklich so einfach, also authentisch zu sein, man selbst zu sein und den anderen halt eben auch so anzunehmen, wie er ist. Also nicht versuchen, sich selbst anzupassen und aber auch nicht versuchen, den anderen zu verändern, sondern zu akzeptieren, wie der andere ist und sich selbst halt auch zu akzeptieren, wie man ist. Und da, wenn es einem dann gelingt, liebevoll das anzunehmen. Und wie du schon so schön gesagt hast, da wo man die Energie hinsetzt, also in Energie hingibt, das wird mehr. Dann auch wirklich immer zu gucken, was findet man toll an dem anderen? Welche Eigenschaften möchte man da mit seiner Energie nähren? Wo möchte man den Fokus drauf lenken? Ja, yeah, genau. Ja, ich kann das jetzt gar nicht noch besser machen. Also ich finde, das war sehr gut. Also für mich ist es oft einfach, auch einen Schritt mal zurückzumachen. Ne, nicht nur seine Sachen nach vorne bringen, sondern dann einfach, auch wenn man es nicht versteht, einfach mal durchatmen, einen Schritt zurück und dann als, ja, nicht immer, also die Vorfahrt mal jemand anderem geben, fertig.